Hongkong, das Manhattan am südchinesischen Meer. Die ultrakapitalistische Enklave am Rande des kommunistischen China ist berühmt für ihren schnellen Lebensstil, ihre hart arbeitenden Menschen und vor allem für ihren ostentativen Reichtum. Alles dreht sich um Geschäfte. Und die Geschäfte bestehen aus Geldverdienen. Dennoch kommt zweimal die Woche alles zum Stillstand. Herzen und Sinne sind auf eine einzige Sache gerichtet. Ein Gebiet mit mehr als 6,5 Millionen Menschen ist wie gelähmt. Taxifahrer und Tycoons zocken, als gäbe es keinen Morgen. Sie verwetten pro Abend weit über 100 Millionen Dollar. Aber wodurch wird diese Obsession genährt? Dies ist die Geschichte der einzigartigen Liebe eines Volkes zu Pferdewetten und Glücksspiel, mit all der dazugehörigen Leidenschaft und Dramatik, der Seelenqual und der Ekstase, wenn Vermögen gewonnen und verloren werden. Dies ist die Geschichte von Hongkong auf der Rennbahn. Die Hongkonger Rennen bringen Reichtümer hervor, von denen andere Nationen nur träumen können. Das Racehorse Owners Dinner ist der jährliche Höhepunkt für die Creme de la Creme der Rennbahn, für die Reichen und Berühmten. Da der durchschnittliche Preis eines Pferdes bei etwa 200.000 US-Dollar liegt und Training und Unterhaltung weitere 23.000 Dollar im Jahr verschlingen, ist dies keine Unternehmung für die finanziell weniger Betuchten. Das Ereignis findet in Hongkongs renommiertestem Hotel statt. Und während die Pferdebesitzer den von den Sponsoren veranstalteten Rummel genießen, ergreifen sie gleichzeitig die Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und Geschäfte abzuschließen. Während die Pferdebesitzer noch schlafen, ist die harte Arbeit, die die Rennen überhaupt ermöglicht, bereits im Gange. Es sind die Pferde und die Jockeys, die das Geld verdienen, nicht nur für die Besitzer, sondern auch für die Trainer. Hongkongs bekanntester und extravagantester Trainer ist Brian Can. Er ist zudem einer der erfolgreichsten Trainer. Und wie bei allen anderen Dingen in Hongkong ist auch der Erfolg als Renntrainer gleichbedeutend mit Geld verdienen. In seiner 30-jährigen Karriere haben seine Pferde und Jockeys 120 Trophäen für ihn gewonnen, die alle in seinem persönlichen Museum für die Nachwelt aufbewahrt werden. Was noch wichtiger ist, sie haben ihm zig Millionen Dollar eingebracht. Und er hat sein Geld in Blech verwandelt. In Form seiner umfangreichen, luxuriösen Autokollektion. Auf die er ungeheuer stolz ist. Ich liebe dieses Nummernschild, weil es meinen Namen darstellt. Brian Can 1. Es bedeutet, dass ich der Beste bin. Und dann ist da noch Brian Can 2. Beide Nummernschilder haben mich sehr viel Geld gekostet. Und ich liebe sie wirklich. Es bedeutet, dass ich die ersten beiden Plätze innehabe. Ich habe den ersten und auch den zweiten Platz. Das bedeutet Glück beim Pferderennen. Brian macht kein Geheimnis daraus, warum er in diesem Geschäft ist. Ganz sicher nicht deshalb, weil er den Sport liebt. Ich habe Pferde nie besonders gemocht, sondern immer nur das Geld geliebt. Und er schreckt auch nicht davor zurück, seine Trainerkollegen wissen zu lassen, wie er über sie denkt. Wenn ich die anderen Trainer sehe, lache ich sie aus und sage, ich bin der Beste, ihr seid nur die Zweitbesten. So mache ich mich über sie lustig. Brians Geschichte ist die typische Hongkonger Geschichte vom Tellerwäscher, der zum Millionär wurde. Er wurde in eine arme Familie in einem Dorf in der Nähe der Stadt geboren, wo er seinen Ahnen noch immer regelmäßig Besucher abstattet. Vor allem gedenkt er seines Vaters, der ihn als Junge ermutigte, sein Glück außerhalb Hongkongs zu suchen und nach Großbritannien zu gehen.
Durch Bedienen im Restaurant und Geschirrspülen wäre er jedoch nicht reich geworden. Stammgäste von der nahegelegenen Epsom-Rennbahn ermutigten den ehrgeizigen jungen Mann, eine neue Richtung einzuschlagen. Ich beschloss also, nach einem Job in den Ställen Ausschau zu halten. Ich fing ganz unten als Stallbursche an. Ich lernte, wie man Pferde pflegt und Trainer wird. Dennoch waren selbst die Möglichkeiten, die die Epsom-Rennbahn bot, für seine Ambitionen zu begrenzt. Es wurde ihm bewusst, dass er zu Hause in Hongkong, wo Pferderennen einen wahrhaft königlichen Stellenwert einnahmen und wo die Trainer 10% des höchsten Preisgeldes der Welt verdienten, eine größere Zukunft hätte. Heutzutage kann das eine Summe zwischen 64.000 und 2,3 Millionen Dollar bedeuten. Bald gehörte Brian zur ersten Garde der Trainer. Der Rest ist, wie man so sagt, Geschichte. Es ist das glühende Interesse der Öffentlichkeit, das Brian weiterhin seine großen Autos ermöglicht. Pferderennen ist in Hongkong die Nummer 1 des Publikumssports. Aus diesem Grund stehen auch die Journalisten schon mit den Hühnern auf, um das morgendliche Training ganz genau zu verfolgen. Schon bald laufen dann die Drähte heiß mit den Berichten über die Tagesform der Pferde und die Fitness der Jockeys. Tipps im Überfluss. Es gibt 44 verschiedene Magazine, Sportbeilagen und Zeitungen, die sich ausschließlich den Rennen widmen und bemüht sind, schnellstmöglich die Leser zu erreichen. Und es sind nicht nur die Printmedien. Der Äther ist angefüllt mit Radiokommentaren und Fernsehshows, die sämtlich diese landesweite Besessenheit nähren. Wo man in Hongkong auch hinblickt, überall geht es um die Rennen. Man kann ihnen nicht entkommen. Filmstars können sie getrost vergessen. Was die Öffentlichkeit interessiert, ist, in welcher Form ihre Lieblingspferde heute sind. Fairy King Prawn, Dandy Bunny, das Pferd mit dem optimistischen Namen Bank on It und selbst Oh Great, jedes Pferd hat seine Fans. Hongkongs ärmste Bevölkerung ist genauso besessen vom Pferderennen und von dem Geld, das es einbringen kann, wie die sagenhaften Reichen. Als er noch Fabrikarbeiter war, hat Teddy Ming regelmäßig gewettet. Mein höchster Gewinn und größter Glücksfall waren 18.000 Dollar bei einer 20-Dollar-Wette. Teddys Glück war nicht von Dauer. Die Fabrik machte vor 10 Jahren dicht und er verlor seinen Job. Seither ist er arbeitslos und wohnt in einer Sozialwohnung. Renntage sind für ihn die Highlights der Woche, aber er wettet nicht mehr. Er geht nicht einmal mehr auf die Rennbahn. Dennoch sind die Rennen sein Lebensinhalt und er verdient damit seinen Lebensunterhalt. Er ist jetzt Tippgeber. Er verkauft seine Renntipps an die Zocker. Ich bin nicht auf die Rennzeitungen angewiesen. Ich habe meine eigene Art der Analyse. Ich betrachte die Gewinnquoten und überlege, welche Leute hinter den Pferden stehen. Teddy hat jede Menge potenzieller Kunden. Jede Woche drängen sich 68.000 Menschen auf den Zuschauertribünen auf 2 Rennbahnen. Und da die meisten von ihnen auch wetten, sind es wahrhaft phänomenale Summen, die an einem Renntag umgesetzt werden. Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass die Einwohner von Hongkong jährlich 80 Milliarden Hongkong-Dollar für Wetten ausgeben. Das sind unglaubliche 10 Milliarden US-Dollar und das jedes Jahr. Um es in die richtige Perspektive zu rücken, es dauert nur 3 Jahre, bis jeder einzelne Cent in Hongkongs Wirtschaft einmal durch das Wettsystem des Jockeyclubs gelaufen ist. Eine ganze Stadt dreht sich nur um die Rennbahn, anderswo undenkbar. Wie also kam es zu dieser verzehrenden Leidenschaft der Hongkonger? Um diese Frage